Auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9e, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Hallo. So, ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin Frau Dr. Lena Krick, Mitglied des Bundesrates, die ich gleichzeitig herzlich bei uns begrüße, das Wort. Frau Justizsenatorin, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Soziale Probleme lassen sich nach meiner Auffassung nicht mit Repression lösen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich die Berliner Perspektive in diese Debatte einspeisen kann. Im Land Berlin haben wir derzeit 3.500 Gefangene, und unter diesen 3.500 Gefangene befinden sich 400 ErsatzfreiheitsstraflerInnen. Die sind zum allergrößten Teil in der JVA Plötzensee untergebracht. Und wenn Sie in der JVA Plötzensee mal vorbeischauen, werden Sie Menschen antreffen, die in einem desolaten Zustand sich befinden. Sie sind psychisch krank, sie sind sehr schwer suchterkrankt. Die sind so suchterkrankt, dass wir sie mit Beginn der Ersatzfreiheitsstrafe mitunter in den kalten Alkoholentzug schicken müssen, der so schwerwiegend ist, dass das stationär erfolgen muss unter ärztlicher Betreuung. Diese Menschen sind in einer Verfasstheit, dass sie mitunter nicht mitbekommen haben, dass sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind. Und selbst wenn sie es mitbekommen haben, dann sind sie nicht in der Lage, diese Geldstrafe zu begleichen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, sie sind arm. Sie haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, weil sie nichts gespart haben, um diese Geldstrafe zu begleichen. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer Konstitution nicht in der Lage, Angebote der Kompensation, Arbeit statt Strafe oder Ratenzahlungen in Anspruch zu nehmen. Und deshalb landen sie schlussendlich in der Ersatzfreiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe ist aber zu kurz, um in irgendeiner Weise behandlerisch tätig sein zu können. Das heißt, sie bleiben einen kurzen Zeitraum, 50, 60, 90 Tage dort. Der Vollzug spuckt sie schlussendlich wieder auf die Straße. Es ist kein Beitrag zur Resozialisierung geleistet worden. Es ist kein Beitrag dazu geleistet worden, dass diese Menschen ein gesundes Leben jenseits von Straftaten führen können. Deshalb ist meine feste Überzeugung, um diese Probleme zu lösen, bedarf es nicht einer repressiven Politik, es braucht einer vernünftigen Sozialpolitik, einer vernünftigen Gesundheitspolitik. Diese Menschen haben keine schweren Delikte begangen. Der Großteil derjenigen, die die Ersatzfreiheitsstrafe in Berlin absolvieren müssen, sitzen wegen Fahren ohne Fahrscheins. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die JustizministerInnenkonferenz im letzten Herbst sich dafür ausgesprochen hat, dass die Länder sich für eine Entkriminalisierung des 265a bezüglich des Fahren ohne Fahrscheins einsetzen. Wir werden jetzt die Diskussion darüber führen müssen, was da passiert. Ich möchte keine Ordnungswidrigkeit, ich möchte die ersatzlose Streichung. Und genauso ist es richtig, dass wir uns jetzt mit der Frage befassen, wie wir das Containern befassen wollen. Der Vorstoß, das über die RIS-BV zu regeln, ist ein guter. Meine Auffassung ist aber tatsächlich, es braucht eine gesetzliche Änderung, um da nachhaltig einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung zu leisten. Sollten diese Delikte aus dem Strafgesetzbuch verschwinden, haben wir aber am Ende immer noch das Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe. Wir im Land Berlin tun das uns Mögliche im Rahmen des Landesrechts, die Ersatzfreiheitsstrafen zu drosseln. Erst zu Beginn dieser Woche hat die Generalstaatsanwältin eine entsprechende Verfügung erlassen. Und es ist auch richtig, dass der Bundesjustizminister einen Vorstoß getan hat, dahingehend, als dass der Anrechnungsmaßstab zu ändern ist. Aus Sicht des Landes Berlin reicht das aber nicht. Wir stellen uns einen weiteren Bündel von Maßnahmen vor. Ich möchte hier nur zwei nennen. Das eine ist die Möglichkeit der nachträglichen Änderung der Tagessatzhöhe. Das andere ist, dass der § 459f StPO dem Grunde nach derzeit Makulatur ist, weil die unbillige Härte dem Grunde nach nicht festgestellt
gestellt werden kann und damit nicht zur Anwendung kommt. Das muss sich ändern. Ich halte, selbst wenn wir all die Berliner Forderungen mit in das Gesetz kriegen sollten, an meiner ganz grundsätzlichen Kritik an der Ersatzfreiheitsstrafe fest. Das historische Versprechen, die historische Idee dieses Instrumentes hat sich nicht aufgelöst. Es benachteiligt überproportional die Armen dieser Gesellschaft. Und das müssen wir ändern. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Frau Senatorin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Carmen Wegge, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Vor etwa einem Jahr stand ich bereits hier vorne und durfte in diesem Hause meine erste Rede halten zum Thema Mut. Zum Mut der SPD und der Fortschrittskoalition, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten nicht nur zu benennen, sondern sie auch zu überwinden. Unter anderem auch in der Rechtspolitik. Und was soll ich sagen? Wir haben bereits im ersten Jahr diesen Mut mit verschiedenen Gesetzesänderungen unter Beweis gestellt. Dabei will ich eine ganz besonders herausgreifen. Wir haben mit der Abschaffung des Paragraphen 219a StGB eine althergebrachte Strafrechtsnorm überwunden, Ärztinnen endlich die Möglichkeit gegeben, sachlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren und so die Rechte Schwangerer gestärkt. Eine Streichung mit ganz großer Wirkung für die Frauen und ihr reproduktives Selbstbestimmungsrecht in unserem Land. Aber natürlich reicht das noch nicht. Wir wollen weitermachen. Wir sind noch lange nicht fertig mit der Umsetzung einer fortschrittlichen Rechtspolitik, so wie wir sie uns vorstellen. Und es freut mich außerordentlich, dass DIE LINKE uns daher heute mit ihren Anträgen die Gelegenheit gibt, über einige ausstehende Projekte zu reden, die wir in den nächsten Monaten angehen werden und bei denen wir bereits im laufenden Verfahren sind. Projekte, die gerade für uns als SPD unter der Überschrift Mehr Gerechtigkeit stehen. Eine Überschrift, die auch über den Anträgen der Linken stehen könnte, denn gerade Gerechtigkeitsdefizite sind es, die wir abschaffen wollen und die sich leider häufig im Bereich des Strafrechts manifestieren. Wie es Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt hat, wird das Jahr 2023 das Jahr, in dem wir das Strafrecht umfassend modernisieren und jeden Paragraphen anhand des Ultima Ratio-Prinzips und seiner tatsächlichen Wirksamkeit evaluieren. Wir werden unsere Kriminalpolitik genau unter die Lupe nehmen und uns an Evidenz und der Evaluation bisheriger Gesetzgebung orientieren. Diese Herangehensweise hat zum Beispiel schon jetzt dazu geführt, dass sich die Exekutive in den vergangenen Wochen mit der Frage beschäftigt hat, ob das sogenannte Containern im Jahr 2023 strafbar sein sollte. Wenn Menschen weggeworfenes Essen aus Containern retten, weil man es noch essen kann und sie genau dafür bestraft werden, löst das ein Störgefühl aus. Das ist ungerecht. Die beiden Minister Özdemir und Buschmann haben sich deshalb darauf verständigt, die Bundesratsinitiative aus Hamburg, die bei der RIST BV ansetzt, zu unterstützen. Ein erster wichtiger Schritt. Die Linken würden in ihrem Vorschlag Ähnliches im StGB regeln. Aus meiner Sicht kann es bei dem Themenkomplex des Containers jedoch nicht nur um das Absehen von Strafverfolgung gehen. Das eigentliche Gerechtigkeitsdefizit hier ist, dass es zu einer massiven Lebensmittelverschwendung kommt. Lebensmittel sind als Teil der natürlichen Lebensgrundlage in Artikel 20a Grundgesetz besonders geschützt. Wir als Gesetzgeber haben die Aufgabe, uns für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen und der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen. Eine solche jedoch verhindert nicht, wenn wir die RIST-BV oder das StGB wie vorgeschlagen ändern. Deshalb an dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Schon im Jahr 2016 wurde das französische Gesetz zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung erlassen. Nach diesem Vorbild könnten auch wir die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln drastisch reduzieren, indem wir ganz konkret eine am Allgemeinwohl orientierte Spendenverpflichtung der Lebensmittelläden ins Visier nehmen. Auf diese Weise reduzieren wir auch die Zahl derer, die im Kontext des Containers wegen Diebstahls und/oder Hausfriedensbruch strafrechtlich verfolgt werden, weil es dann eben keinen Grund mehr gibt für das Containern. 2023 wird aber auch das Jahr, in dem wir mehr Gerechtigkeit bei strafrechtlichen Sanktionen, insbesondere von Kleinstkriminalität, schaffen. Eine steigende Zahl von Menschen befindet sich wegen nicht bezahlter Geldstrafen in Haft. Diese sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen trifft viel zu oft bereits benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die nicht etwa unwillig sind, die ihnen auferlegte Geldstrafe zu zahlen,
sondern schlicht nicht dazu in der Lage sind, dieses Geld aufzubringen. Die Ersatzfreiheitsstrafe sorgt dafür, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft wegen geringer Geldstrafen, oft unter 1.000 Euro, inhaftiert werden. Die Ersatzfreiheitsstrafe muss daher reformiert werden. Ein erster Entwurf ist bereits im Kabinett beschlossen, und ich bin mir sicher, dass wir hier im Parlament den Entwurf wie immer noch ein bisschen besser machen werden. Ihre Anregungen nehmen wir selbstverständlich gerne mit. Zu einer gerechten und solidarischen Rechtspolitik gehört es aber auch, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, die Rechte aller Menschen gleichermaßen zu schützen und jede Person mit den Mitteln des Rechtsstaates zu unterstützen. Und hier spreche ich vor allem auch über unsere FreundInnen, NachbarInnen und KollegInnen, die tagtäglich von Frauen und oder queerfeindlichen Straftaten betroffen sind. Die zunehmenden gewalttätigen Übergriffe auf queere Menschen in den letzten Jahren und die weiterhin erschreckend hohe Zahl an Gewalttaten von Männern gegenüber ihren Partnerinnen und Ex-PartnerInnen richten sich gegen das Recht auf Selbstbestimmung von Frauen und allen queeren Menschen. Wir werden Taten wegen des Geschlechts oder wegen der sexuellen Orientierung des Opfers begangen, werden wir diese in Zukunft nicht nur klar benennen, sondern es wird nach einer Änderung des § 46 StGB auch strafverschärfend wirken. Das hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Lassen Sie mich abschließend noch auf ein letztes Thema eingehen. 2023 ist das große Jahr des Strafrechts. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es ausschließlich das große Jahr des StGBs ist. Denn es finden sich auch ungerechte Strafvorschriften außerhalb des Strafgesetzbuches. 2023 wird das Jahr, in dem wir im Betäubungsmittelgesetz endlich für Gerechtigkeit sorgen werden und ein Stück weit Geschichte schreiben. Wir entkriminalisieren Cannabis, wir legalisieren Cannabis. Und da können manche bayerischen CSU-Fürsten noch so laut schreien, die Prohibitionspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte ist gescheitert. Punkt. Mindestens 10% der deutschen Bevölkerung konsumieren regelmäßig Cannabis, eine Droge, die laut Studienlage keine Einstiegsdroge ist, sondern eine, die im Vergleich mit Alkohol und Tabak das geringste Suchtpotenzial hat. Jedes Jahr werden um 230.000 Strafverfahren geführt, und das fast ausschließlich gegen KonsumentInnen und nicht gegen illegale HändlerInnen. Trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 1994 wird auch bei geringen Mengen in manchen Bundesländern nicht von Strafe abgesehen, und seit neuestem werden die CBD-Shops ausgeräumt und geschlossen. Das ist ungerecht, und Ungerechtigkeiten müssen beendet werden. Die Entkriminalisierung von Cannabis ist daher ein Teil unseres großen Gesundheits- und unserer großen Gerechtigkeitsoffensive, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Dieses Jahr wird ein Jahr voller mutiger Entscheidungen sein. Begleiten Sie uns dabei gerne. Vielen Dank, Frau Kollegin Degge. Das Wort hat nunmehr der Kollege Ingmar Jung, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir am Anfang, Frau Kollegin Wecke, kurz auf Sie Bezug nehmen am Anfang. Sie haben voller Überzeugung und Freude hier erklärt, welchen Mut diese Fortschrittskoalition in die Rechtspolitik bringt und was sie alles umsetzt. Sorgen Sie doch mal in der Koalition dafür, dass das auch in der täglichen Arbeit eine Rolle spielt. Wenn ich mich erinnere an die Ausschusssitzung, die wir gestern alle gemeinsam hatten, da gab es genau einen Punkt, bei dem der Ausschuss federführend war, bei dem wir Vereinen ermöglichen wollen, Mitgliederversammlungen digital durchzuführen. Diesen allereinzigen Punkt hat diese Fortschrittskoalition voller Heldenmut vertagt, wie so oft. Deswegen tragen Sie es doch mal in die tägliche Arbeit, was Sie eben so überzeugend hier vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, wir haben auf der Tagesordnung, eben die Kollegin hat auch über ganz vieles gesprochen, was nicht auf der Tagesordnung steht, aber ich komme jetzt zu den Anträgen der Linkspartei. Mir tut es ja die Linke, Entschuldigung, ihr habt euch so oft umbenannt, ich komme da nicht mehr mit. Das ist der Linken, und es tut mir ja durchaus ein bisschen leid, das sind ja eine Menge Anträge, die ein ganz Sammelsurium, die viele Überzeugungen auch der Linken hier vortragen, und dann ist Wahlkampf und es darf gar keiner reden aus der Fraktion, aber wir wollen uns trotzdem damit auseinandersetzen. Die Anträge sind, also ein Antrag fasst zwei eher zusammen, aber sie sind ja alle so in derselben Richtung. Es geht um
Repressionen abstellen, Frau Senatorin. Sie haben es gesagt, es geht darum, Strafverfolgungen bei bestimmten Straftaten nicht mehr. Es geht darum, Strafbarkeiten komplett abzuschaffen. Und letztlich steckt da die Überzeugung dahinter, dass man mit Strafrecht, mit Verfolgung nichts erreicht. Bei allen? Nein, nicht bei allen. Natürlich bei Unternehmen und Unternehmern ist das ganz anders. Da braucht man härtere Strafen, da braucht man neue Regeln. Und letztlich ist das doch das, was dahinter steckt. Sie teilen die, die Recht und Gesetz brechen, in Gut und Böse ein. Sie wollen unterschiedliche Beurteilungen, und das soll ja wahrscheinlich alles nur der Anfang sein. Sie wollen am Ende ein politisches Strafrecht, und das ist mit uns als Rechtsstaatspartei nicht zu machen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich auf ein paar materielle Fragen eingehen, die in den Anträgen eine Rolle spielen. Ja, das Containern ist hier angesprochen, und zweifellos, da stimme ich Ihnen zu, Frau Kollegin, ist es ein riesiges Problem. Es werden in Deutschland täglich Unmengen Lebensmittel weggeworfen. Es werden Lebensmittel, die gut verzehrt werden könnten, aus dem Betrieb genommen, aus dem Verkauf genommen, kommen nicht dahin, wo sie verwertet werden könnten. Und da müssen wir als Politik was tun. Sie haben ja Beispiele vorgeschlagen. Und ich bin der festen Überzeugung, da müssen wir was tun. Aber wenn Sie jetzt eben konkret vorgeschlagen haben, was man da machen könnte, dann schlage ich doch vor, dass vielleicht die Koalition, die hier eine Mehrheit im Haus hat, dann auch einen konkreten Vorschlag macht. Ich glaube, eher sollte man das ans Landwirtschaftsministerium adressieren als ans Strafrecht. Ich glaube, mit Strafrecht kommen wir an der Stelle nicht weiter, meine Damen und Herren. Und warum ich trotzdem noch glaube, dass wir das StGB an der Stelle so belassen sollten, wie es ist, hat doch einen ganz anderen Hintergrund. Über welche Fragen sprechen wir denn hier typischerweise? Der typische Fall ist doch, dass der Lebensmitteleinzelhändler irgendein Behältnis hat auf seinem befriedeten Besitztum, meist noch gegen Diebstahl besonders gesichert. Und warum tut er das? Weil er natürlich nicht möchte, dass nachts auf sein Grundstück eingebrochen wird, weil er nicht möchte, dass das Behältnis aufgebrochen wird und weil er nicht möchte, dass möglicherweise das Grundstück verwüstet wird mit allen Folgen, die das irgendwie haben kann. Ich weiß, das ist dann üblicherweise Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, meistens, nicht immer. Aber warum sollten wir dann eine zusätzliche Strafbarkeit, die ganz normal in den Diebstahlsvorschriften geregelt ist, an der Stelle aufheben und dann möglicherweise noch einen Anreiz schaffen? Ich stimme völlig zu. Wir müssen Regelungen finden, wie weniger Lebensmittel weggeworfen wird, wie die denen zugeführt werden können, wo sie wieder gebraucht werden können. Aber das hilft doch nicht, dass wir an der Strafrechtsschraube an der Stelle drehen. Das ist reine Symbolpolitik, meine Damen und Herren. Und muss ich eins aber sagen, wir haben in der letzten Periode ja oft darüber gesprochen, da haben wir eine verfassungsrechtliche Diskussion geführt. Das haben Sie diesmal anders gemacht. In der letzten Periode haben Sie mir vorgeschlagen, das Strafrecht erklärt einfach Lebensmittel, die weggeworfen werden, für herrenlos. Da waren wir immer der festen Überzeugung, Strafrecht kann nicht zivilrechtliche Tatsachen einfach auf den Kopf stellen. Wenn ich jetzt den Antrag richtig verstehe, dann soll die Strafbarkeit bestehen bleiben, aber über 248a nicht mehr verfolgt werden. Das ist wohl verfassungsgemäß. Falsch ist es trotzdem, meine Damen und Herren. Und dann haben wir schließlich noch Schwarzfahren, die vierte oder fünfte. Haben wir hier jetzt schon oft miteinander diskutiert. Ich bin mal gespannt, wie intensiv die Diskussion noch ist, wenn das 49-Euro-Ticket überall eingeführt sein sollte. Ich verspreche mir, dass sie dann etwas nachlässt. Aber auch dieser Antrag zeigt ja auch, welches Rechtsstaatsverständnis Sie haben. Sie erklären gleich am Anfang der Begründung, wer schwarz fährt, hat keine kriminelle Energie. Denn er überwindet ja keine Barriere. Also kein Drehkreuz, keine Sperre oder was auch immer. Also das finde ich schon erstaunlich. Der Ladendieb, der nicht vorher eine Sperre überwindet und da etwas klaut im Laden, der klaut halt trotzdem irgendetwas und hat trotzdem eine kriminelle Energie. Aber wenn ich mich recht entsinne, wollten Sie die Strafbarkeit ja auch abschaffen. Warum fehlt das eigentlich hier in den Anträgen? Und ich will zum Schwarzfahren noch allgemein sagen, ich stimme Sie sogar völlig zu. Generalprävention, ein wichtiger Strafzweck, wird damit nicht erreicht. Wenn Sie draußen Leute fragen, was passiert, wenn man schwarz fährt, dann sagen Sie, es kostet 60 Euro oder 40 oder was auch immer, je nach Verkehrsbetrieb, das, also das erhöhte Beförderungsentgelt. Dass daneben eine Strafbarkeit besteht, wissen die allermeisten gar nicht. Aber es gibt ja noch weitere Strafzwecke. Und die Spezialprävention, meine Damen und Herren, die greift hier natürlich schon. Denn um wen geht es denn? Es geht doch hier um die echten Profis, die das nachhaltig, dauerhaft machen, in dem sicheren sich darauf verlassen, dass am Ende schon alles gut gehen wird. Und es wird niemand, der einmal schwarz fährt, von einem Verkehrsbetrieb ausgemeldet. Es wird auch niemand, dann haben wir auch Opportunitätseinstellungen, wird auch sofort eingestellt werden von der Staatsanwaltschaft. Aber die, die das nachhaltig und hartnäckig machen, da muss der Staat, wenn jemand glaubt, sich nie an Regeln halten zu müssen, auch irgendwie noch reagieren können. Und deswegen sind wir auch dagegen die Änderung. Herzlichen Dank.
Kleine Zeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Canan Bayram, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Senatorin. Es freut mich natürlich, dass wir hier auch die Berliner Perspektive berücksichtigt haben. Und ich kann insoweit all das bestätigen, was die Berliner Justizsenatorin hinsichtlich der Ersatzfreiheitsstrafe vorgetragen hat. Meine Damen und Herren, für uns als Fortschrittskoalition ist klar, eine moderne Gesellschaft braucht ein modernes Strafrecht. Historisch überholte Tatbestände, Wertungswidersprüche und die unnötige Überlastung der Justiz müssen endlich ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sich mit Handlungen beschäftigen, die nicht als strafwürdig erachtet werden. Deswegen werden wir entkriminalisieren, wir werden liberalisieren und wir werden legalisieren, meine Damen und Herren, und ich freue mich schon drauf. Unser Strafgesetzbuch ist mehr als 150 Jahre alt, und seitdem sind eigentlich immer wieder neue Tatbestände dazugekommen. Deswegen ist es endlich Zeit zu entmisten, meine Damen und Herren. Denn wir als Gesellschaft müssen doch klären, was wir als gerecht weiterhin empfinden und was nicht. Und wir müssen dabei hinschauen. Wenn das Parken ohne Parkschein eine Ordnungswidrigkeit ist, dann stellt sich doch die Frage, warum das Fahren ohne Fahrschein eine Straftat sein soll, meine Damen und Herren. Wenn genießbare Lebensmittel im Mülleimer landen, dann darf deren Rettung doch keine Straftat sein. Lieber Herr Kollege Jung, insoweit haben Sie mich jetzt doch ermutigt, dass wir mit Ihnen weiter diskutieren, wenn Sie sagen, das hat im Strafrecht nichts zu suchen. Genau das sagen wir doch auch. Raus aus dem Strafrecht und lassen Sie uns die LebensmittelretterInnen doch wirklich würdigen. Und wenn das Bier, was ja in Bayern immer besonders gerne fließt, auf dem Oktoberfest legal sein darf, dann darf doch der Besitz von Cannabis in meinem Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg keine Straftat sein, meine Damen und Herren. Dieses schreiende Unrecht müssen wir endlich beenden. Und letztlich ist doch klar, vor dem Gesetz sind alle gleich, aber dieser Anspruch muss auch gelebt werden, meine Damen und Herren. Wir können uns nicht damit abfinden, dass Menschen für ihre Armut auch noch bestraft werden, meine Damen und Herren. Wenn es sich um Straftaten handelt, die in wissenschaftlich erforschtem Zusammenhang mit Armut stehen, dann müssen wir die Armutsbetroffenen unterstützen und wir dürfen sie nicht bestrafen, indem wir ihnen Geldstrafen auferlegen, die sie einfach nicht bezahlen können. Diese Menschen landen in Ersatzfreiheitsstrafen. Das klingt vielleicht gar nicht so viel für manche von Ihnen, 15 Euro am Tag. Aber, meine Damen und Herren, das kostet die Steuerzahlerinnen 150 Euro am Tag, diese Menschen in Haft zu nehmen. Und das ist falsch, und das wollen wir ändern. Der Freiheitsfonds hat sich vorgenommen, Menschen aus der Ersatzfreiheitsstrafe rauszukaufen. 6,8 Millionen Euro hat der den Ländern schon an Haftkosten erspart. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, es ist doch nicht die Aufgabe dieser Institution, sondern es ist doch unsere Aufgabe als Gesetzgeber, die Gesetze so zu schaffen, dass diese Menschen nicht noch freigekauft werden müssen, meine Damen und Herren. Aber wir wollen es ändern. Das Gesetz ist auf dem Weg. Und wir erhoffen uns davon natürlich auch, dass Kapazitäten im Haushalt für Justiz, für die Strafverfolgung frei werden und dass wir damit die wirklichen Kriminellen, wie zum Beispiel Wirecard und Cum-Ex, überführen und auch hinter Gittern sehen, meine Damen und Herren. Und auch der Zugang zum Recht
muss stärker gewährleistet sein. Daher ist es richtig, dass armutsbetroffene Menschen tatsächlich auch finanzielle Unterstützung bekommen, damit sie sich Anwälte leisten können. Denn ohne Verteidigerinnen wird es schwer, sich zur Wehr zu setzen. Und da sie sich diese nicht leisten können, müssen wir prüfen, inwieweit wir die Pflichtverteidigung und die Prozesskostenhilfe in Einklang mit EU-Recht ausweiten, meine Damen und Herren, denn das wäre wirklich gerecht. Und da Sie hier die ganze Zeit dazwischen schreien, Herr Brandner, kann ich Ihnen nur sagen, es ist Ihr Recht, sich weiter zu blamieren, so wie Sie es ja schon vor 2 Tagen vor dem Bundesverfassungsgericht hingekriegt haben. Vielen Dank, Frau Kollegin Bayram. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Seitz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden über 5 Anträge der Linken aus der Mottenkiste des Sozialismus, voller Ideologie und mit vielfacher Überschneidung. Sie fordern Straffreiheit für die Beförderungserschleichung, also das Fahren ohne Fahrschein, was zu einem guten Teil die Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs zerstören würde, mit der Folge von noch mehr Subventionen aus Steuermitteln. Die Finanzierung der Verkehrsbetriebe hängt eben auch davon ab, dass das die Strafbarkeit des Schwarzfahrens abschreckt, was allein ein erhöhtes Beförderungsentgelt nicht bewirken kann. Die Begründung, dass ein Täter durch das Einsteigen ohne Fahrschein in Bus oder Bahn keine kriminelle Energie entfalte, weil er keine Schutzvorrichtung überwinde, ist absurd, denn mit dieser Begründung konnte man viele zu Recht strafbare Sachverhalte straflos stellen. Auch die Behauptung, Strafbarkeit und erhöhtes Beförderungsentgelt führten zu einer Doppelbestrafung, ist Unsinn. Vielmehr ist das Nebeneinander von Strafe und zivilrechtlichen Folgen ein grundsätzliches Prinzip unserer Rechtsordnung. Das gesamte Antragskonvolut ist durchzogen vom ideologischen Konstrukt einer Armutsbestrafung, die es in Deutschland nicht gibt. Vielmehr gilt Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Denn auch Menschen, die ärmer sind als die große Masse, unterliegen dem Gesetz und sind wie alle Bürger gehalten, sich an das Gesetz zu halten. Und die meisten von ihnen tun es auch. Und zwar selbstverständlich. Das ist der Punkt, der mich an Ihren Anträgen am meisten stört. Ihre Politik reduziert Menschen, die es ohnehin schwer genug im Leben haben, auf ein Schicksal als armes Opfer, das aufgrund gesellschaftlicher Umstände gar nicht anders kann, als Straftaten zu begehen. Das ist eine unglaubliche Verhöhnung all der kleinen Leute in Deutschland, die jeden Tag hart arbeiten, um gerade so mit dem Existenzminimum über die Runden zu kommen, aber trotzdem die Regeln des Zusammenlebens einhalten. Es reicht Ihnen nicht, dass man gerade den kleinen Leuten das Leben mit der jahrelangen illegalen Migration und den Folgeproblemen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt ohnehin schon schwer genug gemacht hat. Nein, Sie greifen auch noch Ihre Würde an, Menschen, denen es wehtut, unser Recht einzuhalten, die es aber trotzdem tun. Sie legen die Axt an die Rechtsordnung und ihre Akzeptanz. Und auch im Antrag zum sogenannten Containern geht es nur um Scheinprobleme. Immerhin haben Sie erkannt, dass man wegen einer Detailfrage nicht die Dogmatik des Sachen- und Strafrechts auf den Kopf stellt und fordern nur ein Absehen von Verfolgung bei Geringwertigkeit. Nur eine solche Regelung zur Art und Weise der Strafverfolgung gehört nicht in das StGB. Auch in der StPO sind solche Einzelfallregelungen fremd. Das gehört richtigerweise in die Richtlinien für das Strafverfahren und einen entsprechenden Antrag, es wurde gesagt, gibt es schon aus Hamburg. Minister Buschmann hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, und es spricht auch nichts gegen diese Änderung, außer dass sie überflüssig ist, weil dies ohnehin schon der gängigen Praxis entspricht. Ein weiterer Antrag verlangt die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, was beweist, dass sie das System der Geldstrafe nicht verstehen. Diese Ersatzfreiheitsstrafe ist notwendiges Druckmittel, das der Geldstrafe Durchsetzungskraft verleiht. Es gibt gute Gründe gegen die Geldstrafe, aber dann müssen Sie Alternativen benennen. In einem Punkt berührt Ihr Antrag allerdings ein tatsächliches Problem, nämlich die Festsetzung der Tagessatzhöhe. Das Problem betrifft aber weniger von Grundsicherung lebende Menschen als weite Teile der arbeitenden Bevölkerung, einschließlich eines Großteils der Mittelschicht, deren Lebensstandard rapide im Sinken begriffen ist und deren oftmals trotz Vollerwerbstätigkeit, nur wenig mehr Geld zur Verfügung steht als Transferempfängern,
aber in der Tagessatzhöhe spiegelt sich das nicht wider. Hier muss in der Tat nachgebessert werden. Aber das funktioniert mit Sicherheit nicht mit den von Ihnen als Normalfall verlangten Finanzermitteln. Ich bin sicher, keiner von Ihnen hat eine Ahnung, was es mit der BaFin-Anfrage auf sich hat. Der Antrag ist nur eine DIN A4-Seite, auch nicht schwer, aber das ist nur der Anfang der Finanzermittlungen, nicht der Abschluss. Die Staatsanwaltschaft erhält von der BaFin nur eine Auflistung aller aktuellen und früheren Bankverbindungen einer Person als Kontoinhaber oder auch als Verfügungsberechtigter. Wenn die Liste eingeht, muss der Staatsanwalt bei jeder einzelnen Bank nachfragen. Meist reicht dafür ein einfaches Schreiben, in dem die Einholung eines Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses bei Ablehnung freiwilliger Auskunftserteilung in Aussicht gestellt wird. Und nur selten muss man tatsächlich die entsprechenden Beschlüsse erwirken. Anhand der Kontoauszüge kann man dann auch tatsächlich bei Werktätigen meist tatsächlich einen Überblick über Einkommen und Wohnkosten erhalten. Aber die Ausforschung der finanziellen Verhältnisse stellt einen solchen Eingriff dar, der hier bei diesen geringen Geldstrafen völlig überzogen und unverhältnismäßig ist. Gerade bei den Delikten, über die wir heute reden, geht es meistens lediglich um den Bereich von 10 bis 30 Tagessätzen. Und natürlich ist ein solcher Aufwand als reguläre Ermittlungsmaßnahme völlig unmöglich personell zu leisten. Nicht bei den Staatsanwaltschaften, nicht bei der BaFin, nicht bei den Banken. Mit dem vierten Antrag wollen Sie im Strafprozessrecht die Prozesskostenhilfe einführen und den Anwendungsbereich der notwendigen Verteidigung, also umgangssprachlich Pflichtverteidigung, ausweiten. Soweit dabei auf das Antragserfordernis abgestellt wird, genügt der Hinweis, dass dies nicht das Ob der Pflichtverteidigerbestellung betrifft, sondern nur das Wann. Im Übrigen geht es Ihnen ganz offensichtlich um eine ABM-Maßnahme für Anwälte. Wie ein tragfähiges Konzept aussehen soll, das nicht auf ein Ausbluten des Steuerzahlers hinausläuft, ist mir rätselhaft, insbesondere im Lichte der Unschuldsvermutung. Wer PKH erhält im Zivilrecht, ist zwar von Gerichtskosten und den Kosten des eigenen Anwalts befreit, muss aber bei einer Niederlage die Kosten des Gegners tragen. Das schützt vor Missbrauch. Und genau deshalb wird im Zivilrecht bei der PKH die Erfolgsaussicht geprüft, weil es nicht die Aufgabe des Steuerzahlers ist, eine mutwillige Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zu finanzieren. Im fünften Antrag soll ein Unternehmensstrafrecht eingeführt werden und wieder einmal die Armutsbestrafung abgeschafft werden. Ein Unternehmensstrafrecht hat unsere Fraktion bereits in der letzten WP abgelehnt, und ich sehe keinen Grund für eine Neubewertung. Und zum Thema Armutsbestrafung. Sie retten die Menschen nicht vor Armut. Ihre linke Ideologie verursacht viel mehr Armut und stellt eine Bedrohung für die rechtsstaatliche Ordnung dar. Und gerade heute tut es weh, über solche Anträge zu reden. Unser Mitgefühl gilt den Opfern der Anschläge im gestrigen Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Ein 16-jähriges Mädchen, ein 19-jähriger junger Mann wurden ermordet, mehrere Verletzte. Darüber hätte debattiert werden sollen über diese Messermorde und ihre Hintergründe und nicht über linken Unsinn oder queere Befindlichkeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Tumme, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich zu einigen einzelnen Anträgen und Gesetzentwürfen der Linken komme, möchte ich doch ein paar einordnende Gedanken zur Strafrechtspolitik in Deutschland allgemein sagen und den Blick ein bisschen weiten. Denn in den letzten Jahren ist es doch sehr in Mode gekommen, auf jedes sicherheitsrelevante Ereignis in Deutschland reflexartig geradezu Forderungen zu erheben nach entweder neuen Straftatbeständen oder einer Anhebung des Strafrahmens. Und oft ist es leider auch so umgesetzt worden, immer mehr und immer härter zu bestrafen. Das war lange Zeit die einzige Richtung, die wir in der Strafrechtspolitik gekannt haben. Strafrecht ist allzu oft eingesetzt worden als politische Wunderwaffe, meist auch, weil es preiswert ist. Den Bundesgesetzgeber kostet es meistens nichts. Aber Strafe ist eben keine Wunderwaffe, keine Allzweckwaffe der Politik. Kriminalität bekämpft man nicht mit immer höheren und mehr Strafen, sondern mit mehr Personal und besserer Ausstattung. Und
Das ist oft das Problem gewesen, dass Strafrecht nicht die Ultima Ratio gewesen ist, sondern die Prima Ratio der Politik. Und damit hat man auch der Justiz oft einen Bärendienst erwiesen. Es kam dazu, dass Gerichte überlastet waren, dass sich die Gerichte nicht mehr auf wesentliche, wichtige Dinge konzentrieren konnten, dass der richterliche Strafzumessungsraum sich immer mehr eingeengt hat, die Strafmaße eskaliert haben und es natürlich trotzdem weiterhin Straftaten gegeben hat. Und wenn man dann in dieser Logik bleibt, dann muss man nach jedem großen Ereignis die Strafrechtsschraube weiter andrehen und irgendwann gibt es dann nur noch lebenslang. Und deswegen ist es jetzt Zeit für eine Zeitenwende in der Strafrechtspolitik. Und diese Zeitenwende, die leiten wir jetzt ein und werden sie in diesem Jahr auch mit einer großen Strafrechtsreform zu Ende bringen, meine Damen und Herren. Soweit ein bisschen zur Ausweitung des Blickes. Jetzt will ich zu einigen jedenfalls der Vorschläge der Linken etwas sagen und unsere Haltung dazu darlegen. Der eine Punkt, der vorgeschlagen wird, ist die Straffreiheit für das Fahren ohne Fahrschein, das sogenannte Schwarzfahren, im Juristendeutsch Erschleichen von Beförderungsleistungen, einzuführen. Ja, mit dem Gedanken, dass, jedenfalls wenn es darum geht, nur eine U-Bahnfahrt im Wert von 3 Euro sich erschlichen zu haben, der Unwertgehalt gering ist und das eigentliche Risiko des Schwarzfahrers ist ja, dass er ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen muss. Es ist ein Massenalltagsbagatelldelikt, das Unmengen von Ressourcen bei der Justiz und der Polizei bindet. Und deswegen haben wir das auch im Blick bei der Strafrechtsreform, die in diesem Jahr angegangen wird. Ein zweiter Punkt ist das sogenannte Containern, also das Entwenden von Lebensmittelabfällen in Mülleimern und Containern. Diese Diskussion ist ja gerade eben angelaufen. Es liegt der Vorschlag auf dem Tisch über die Richtlinien für die Straf- und Bußgeldbefahren, die jetzt bekannt geworden RIST-BV, das zu lösen. Jedenfalls dann, wenn keine Begleitstraftat wie Sachbeschädigung, also das Knacken von Schlössern oder Hausfriedensbruch, also Eindringen auf das Besitztum damit verbunden ist, dann ist da der Ansatzpunkt, dass ja kein wirklich Geschädigter feststellbar ist. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, man darf nicht glauben, dass das sozusagen die Lösung für die Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland sei. Wenn man das als Ziel sich setzt, dass wir der Lebensmittelverschwendung in Deutschland entgegenwirken wollen, dann kann die Straffreiheit oder die andere Einordnung von Containern allenfalls ein kleiner Bestandteil eines Gesamtkonzeptes sein. Und das muss das Ernährungsministerium leisten, ein Konzept zu erstellen, wie wir dieser wirklich empörenden Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. Das kann nicht das Strafrecht allein bewirken. Auch hier gilt wieder, Strafrecht ist keine Wunderwaffe der Politik. Ein dritter Punkt ist die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Hier gibt es ja bereits einen Gesetzentwurf zum Sanktionenrecht der Bundesregierung, worin auch enthalten ist die Ersatzfreiheitsstrafe, jedenfalls für uneinbringliche Geldstrafen, nicht komplett abzuschaffen, weil die Markierung bleiben muss, dass nötigenfalls auch eine Sanktion durchgesetzt werden kann. Aber eine Änderung des Umrechnungsmaßstabes ist hier das Gebot der Stunde. Und natürlich auch die Verurteilten darauf hinzuweisen, dass es andere Möglichkeiten gibt, die Strafe zu verbüßen, etwa durch gemeinnützige Arbeit. All das haben wir auf dem Schirm und werden deshalb, das zeigt diese Auflösung, in diesem Jahr eine Zeitenwende in der Strafrechtspolitik einleiten und in diesem Jahr auch vollziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Thomae. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Dr. Sandra Martens, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien! Heute müssen wir uns mit einer der unnötigsten Straftaten in unserem Land befassen. Die Erschleichung der Beförderung durch ein Verkehrsmittel, umgangssprachlich Schwarzfahren. Hierfür sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Ich möchte anhand einer ganz konkreten Geschichte, stellvertretend für die zigtausenden Einsitzenden im letzten Jahr, klar machen, warum wir mit der Kriminalisierung des Schwarzfahrens kein einziges sinnvolles Ziel erreichen. Kein einziges, möchte man schreien, wenn man die Geschichte von Gisa hört. Gisa ist eine ehemalige Obdachlose aus meinem Wahlkreis in Düsseldorf.
Sie ist 56 Jahre alt und hatte erfolgreich gegen ihre Suchterkrankung gekämpft. Sie hatte endlich eine Wohnung bekommen und sich ein soziales Umfeld aufgebaut. Dann aber musste ein Gericht sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilen. Für 6 Monate. Sie sitzt seit dem 4. November letzten Jahres im Gefängnis und muss dort noch bis Mai dieses Jahres bleiben. Ja, es hätte nicht dazu kommen müssen, wenn sie nicht schwarz gefahren wäre. Eine Anmerkung am Rande, das 9-Euro-Ticket im letzten Sommer war übrigens gerade für diese Menschen ein Segen. Mit einer kleinen Rente oder wenn man sich mit Hartz IV oder jetzt Bürgergeld einschränken muss, musste man sich nicht zwischen Lebensmitteln und Fahrschein entscheiden. Nun, Gisa ist schwarz gefahren, weil sie regelmäßig zu ihrem Methadon-Programm musste und glücklicherweise auch wollte, und zu Fuß war die Ausgabestelle nicht zu erreichen. Ja, das ist nicht in Ordnung, das ist ein Verstoß gegen die geltenden Regeln. Aber dafür eine Freiheitsstrafe? Gisa ist jetzt in einer Zelle mit 4 weiteren Frauen eingesperrt, wo sie nie zur Ruhe kommt, wo sie unter Entzugsentscheidungen litt, weil sie kein Methadon mehr bekam und ihre anderen Medikamente erst nach 2 Wochen bekommen hat. Gisa hat Weihnachten im Gefängnis verbracht, ohne ihre Tochter, ohne ihren Enkel, ohne ihren Hund. Viele tausend Menschen, eine genaue Zahl wird statistisch gar nicht erfasst, sitzen jedes Jahr aufgrund nicht beglichener Rechnungen im ÖPNV in Haft. Also nicht nur die, die direkt zur Freiheitsstrafe verurteilt sind, wie Gisa, sondern auch die, die eine Geldstrafe nicht begleichen können, an deren Stelle dann eine Freiheitsstrafe tritt. Und Zählungen zu Stichtagen zeigen, dass im Schnitt bundesweit rund 10% aller Strafgefangenen eine Ersatzfreiheitsstrafe, so der Fachbegriff, verbüßen. Jede 4. Person davon sitzt aufgrund von Fahren ohne Fahrschein im Gefängnis. Und was ist das auch, wenn volkswirtschaftlicher Unsinn? Ein Tag in Haft kostet den Steuerzahlenden zwischen 98 und 188 Euro. Gut, dass wir keine privaten Haftanstalten wie in den USA haben. Dort ist es auch noch ein inhumanes Wirtschaftsmodell. Aber grob überschlagen kosten die Ersatzfreiheitsstrafen für Fahren ohne Fahrschein den deutschen Staat jedes Jahr fast 700 Millionen Euro. Also warum um alles in der Welt muss Gisa, eine gesundheitlich stark angeschlagene und hilfsbedürftige Frau, jetzt seit Monaten im Gefängnis sitzen? Ihre medizinische Versorgung ist gefährdet, ihre Wohnungsmiete wird nicht weitergezahlt, also die Wohnung ist gefährdet, die sozialen Kontakte sind unterbrochen. Und was für eine Frau soll im Mai dieses Jahres aus dem Gefängnis kommen? Gesundheitlich kaputt, schon wieder ohne Wohnung und ohne jegliche Perspektive? Und obendrauf haben wir Steuerzahlenden dafür Zehntausende Euro ausgegeben? Für dieses Geld hätte sie jahrelang von morgens bis abends mit Bus und Bahn Stadtrundfahrten machen oder sogar nach Sylt fahren können. Wenn es eines plastischen Beweises bedurft hätte, was für ein Unsinn die Kriminalisierung des Schwarzfahrens ist, hat Gisa ihn erbracht. Wir können festhalten, Freiheitsstrafen ohne Fahren, für Fahren ohne Fahrschein treffen vor allem Obdachlose, Mittellose und suchtkranke Menschen. Diejenigen, die eigentlich Schutz und Hilfe brauchen und stattdessen, frei nach Dostojewski, Verbrechen und Strafe bekommen. Diese Freiheitsstrafen belasten nicht nur unnötig Polizei, Gerichte und Justizvollzug, sie verbrennen auch außerdem Steuergeld. Und zu guter Letzt stammt der Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrschein auch noch aus dem Jahr 1935. Und damit ist klar, wes Geistes Kind er ist. Und was nun, wenn wir feststellen, dass unser geltendes Recht solche Fälle zulässt, dann dürfen wir nicht länger zulassen, dass solches Recht weiter gilt. Nun ist die Bundesregierung das Problem bereits angegangen und hat im letzten Dezember eine Vorlage aus dem Bundesjustizministerium beschlossen. Diese umfasst eine grundlegende Reform der Ersatzfreiheitsstrafen im Strafgesetzbuch. Diese im Bundeskabinett beschlossene Reform des Sanktionsrechts ist wichtig für mehr soziale Gerechtigkeit in unserem Strafsystem und der Startschuss für die Beratungen im Parlament. Ziel ist die Entlastung der Menschen, die wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in Haft müssen, und das Streichen von überflüssigen Straftatbeständen aus dem Strafgesetzbuch. Insbesondere bei den Ersatzfreiheitsstrafen und beim Umgang mit Schwarzfahren wollen wir uns im parlamentarischen Prozess für weitere Verbesserungen einsetzen. Denn je mehr soziale Gerechtigkeit wir bei strafrechtlichen Sanktionen durchsetzen, desto besser ist es für unser Land und für die Menschen. Und wenn wir alsbald am Ziel sind, erübrigt sich auch hoffentlich der Antrag der Linken für eine gesetzliche Vorschrift, die spätestens seit 1945 abgeschafft gehört, sollten wir uns die paar Monate vor ein ordentliches parlamentarisches Verfahren zugestehen. Gisa wird das vielleicht nicht mehr helfen. Aber zumindest sicherstellen, dass wir künftig keine bedürftigen Menschen mehr wegen Schwarzfahrens in den Knast schicken. Für Gisa ist es nämlich keine Symbolpolitik. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat nunmehr der Kollege Axel Müller, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befassen uns ja mit 5 Anträgen der Linken zum formellen und materiellen Strafrecht, und ich konzentriere mich auf das Thema Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe und Ausweitung der Bestellung eines Verteidigers. Zum Thema Schwarzfahren und Containern hat mein Kollege Ingmar Jung schon die entsprechenden Ausführungen gemacht, und ich möchte an dieser Stelle schon einmal einfließen lassen: Das Strafrecht ist kein Tummelfeld, um gesellschaftspolitische, klassenkämpferische Veränderungen vornehmen zu wollen. Das möchte ich doch deutlich betonen. Und das sage ich als Strafrichter, der nur nach Gesetz und ohne Ansehen der Person gehandelt hat. Die Antragsteller fordern die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, es sei denn, es liege ein Gewaltdelikt vor. Zum Verständnis, es gibt 2 Möglichkeiten, im Erwachsenenstrafrecht zu sanktionieren, die Freiheitsstrafe oder die in aller Regel mildere Geldstrafe. Die Justiz hat im Prinzip 2 Arme bekommen, mit denen sie reagieren kann und zupacken kann. Und einen wollen sie mit ihrem heutigen Antrag teilamputieren. Das ist so. Begründet wird das damit, dass es Unterschiede gäbe in den Vermögensverhältnissen, die dazu führten, dass eine ungleich schärfere Bestrafung bei Menschen mit niedrigem Einkommen gegenüber Menschen mit höherem Einkommen stattfinde. Das führe auch zu einer End- oder Resozialisierung, da die Vollstreckung in der Justizvollzugsanstalt oftmals mit einem Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung verbunden sei. Bei dieser doch sehr vereinfachten Sicht der Dinge übersehen Sie, wie ich Ihnen aus über 2 Jahrzehnten strafrichterlicher Praxis hier belegen kann, dass das Gesetz eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Und zur Erläuterung, weil wir auch viele Zuschauer haben, es gibt eine Bandbreite von 5 bis 360 Tagessätzen bei der Geldstrafe, von 1 Euro pro Tag bis 30.000 Euro pro Tag, 30 Tagessätze zu je 20 Euro als Beispiel, wobei die Anzahl der Tagessätze den Unwertgehalt der Tat zum Ausdruck bringt und nicht etwa die Summe. Und wenn bei Zahlungsunwilligkeit eine solche Geldstrafe nicht einbringlich ist, dann tritt an die Stelle eines Tagessatzes ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Das sind die Fakten. Und dessen Tagessatzhöhe bestimmt sich nicht nur nach dem Nettoeinkommen, wie Sie das ausführen, sondern in der Regel. In Wirklichkeit sind bestimmend die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und dazu gehört auch neben dem Einkommen Unterhaltsverpflichtungen, existenzsichernde Darlehen, eventuell Arbeitslosigkeit, die Kosten für Wohnen, für eine Wohnung, die man abbezahlt und, und. Und deshalb ist die Geldstrafe für den Verurteilten auch kalkulierbar und letztendlich bezahlbar in den allermeisten Fällen. Und das Einkommen wird mangels Ermittlung der wirtschaftlichen Verhältnisse auch nicht lediglich geschätzt. Wird auch nicht lediglich geschätzt, ich weiß nicht. Eine Schätzung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich gestatte die Zwischenfrage. Ich habe Sie auch Fragen angeschaut, Herr Präsident. Bitte schön. Herr Müller, Sie haben davon gesprochen, dass eine Zahlungsunwilligkeit bei Menschen besteht. Ich glaube, hier haben einige Rednerinnen dargestellt, es geht nicht um die Zahlungsunwilligkeit von Menschen. Und das hat auch unsere Senatorin Lena Kreck deutlich gemacht. Es geht darum, dass Menschen einfach nicht zahlungsfähig sind. Welche Antwort bieten Sie, welche Lösung bieten Sie diesen Menschen, um resozialisiert zu werden? Das wäre meine Frage an Sie. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Und die beantworte ich, indem ich einfach mit der Rede fortfahre. Und da werde ich Ihnen das dann aufzeigen im weiteren Verlauf der Rede, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Sind Sie damit einverstanden? Ja, wenn nicht, dann mache ich es auch direkt, dann habe ich länger Zeit. Okay, also in der Regel wird vom Nettoeinkommen zwar ausgegangen, aber es werden alle wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen. Und das wird nicht nur geschätzt, sondern es wird auch ermittelt. Und dazu braucht es in der Tat nicht die BaFin, dazu braucht es schlicht und einfach den Richter, der fragt, machen Sie Angaben zur Person und zur Sache. Und in aller Regel, genau bei diesen Kleinkriminalitätsdelikten, macht er Angaben zur Sache. Und dann kann ich ihn das fragen, was ich brauche, um seine wirtschaftlichen Verhältnisse festzustellen. Im schriftlichen Strafbefehlsverfahren, Frau Bayram, vielen Dank für den Zwischenruf, gestehe ich Ihnen gerne zu, dass es oftmals nur zu einer Schätzung kommt.
Aber dort wird in den Rechtsbehelfsbelehrungen so eindringlich darüber belehrt, was es an Möglichkeiten gibt, um sich gegen eine solche Strafe, die möglicherweise aufgrund einer falschen Einschätzung festgesetzt wurde, zu wehren. Ist die sofortige Zahlung nicht möglich aufgrund der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse oder gar nicht zumutbar, dann gibt es auch eine Vielzahl von Zahlungserleichterungen, Ratenzahlungen, entweder durchs Gericht oder durch die Staatsanwaltschaft festgesetzt. Und wenn es auf Dauer absehbar, unpfändbar ist, der Verurteilte, dann wird ganz abgesehen von der Vollstreckung. Und geht am Ende gar kein Weg mehr an der Vollstreckung vorbei, so bedeutet das auch nicht automatisch die Inhaftierung. Im geschlossenen Vollzug besteht ein Arbeitsverhältnis, so gibt es die Möglichkeit zum offenen Vollzug, morgens zur Arbeit, abends in den Vollzug. Und es gibt die Möglichkeit, das Ableisten von gemeinnütziger Arbeit. Herr Kollege, erlauben Sie noch eine weitere Zwischenfrage? Ich erlaube noch eine Zwischenfrage, bitte schön. Dann ist aber auch genug. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie und Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Wir haben ja am Anfang von der Senatorin aus Berlin gehört, wie viele Menschen wegen nicht gezahlter Knöllchen, Ersatzfreiheitsstrafe und dadurch veranlasste Kosten auf den Weg bringen. In Ihrer Darstellung dürfte es das ja alles gar nicht geben. Was macht man da mit dem Realitätscheck? Also kann es sein, dass es da ein Missverhältnis gibt? Sehr geehrte Oder kommt das noch in Ihrer Rede jetzt? Sehr geehrte Frau Kollegin Bayram, genau das hätte ich auch noch ausgeführt, auch wenn die Zeit knapp ist, aber ich beantworte es an dieser Stelle direkt. Es soll auch Menschen geben, die schlichtweg zahlungsunwillig sind. Und gegen die richtet sich dann die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. Das gibt es. Unwillige. Ja? Nicht nur Unfähige, es gibt auch Unwillige. Und für die gibt es dann aber auch noch die Möglichkeiten. Jetzt würde ich an der Stelle tatsächlich, Sie dürfen wieder laufen lassen, fortfahren. Da gibt es noch die Möglichkeit, schwitzen statt sitzen, gemeinnützige Arbeit. Herr Kollege Ex-Richter, ich bin ganz begeistert, dass Sie mir erlauben, dass ich jetzt fortfahren darf. Also. War ein Vorschlag. Für die gibt es Schwitzen statt Sitzen, Baden-Württemberg sehr erfolgreich praktiziert. Und wenn ich die Zustände höre, die Frau Senatorin vorher über die Berliner Vollzugsanstalten geschildert hat, ja, kommt mir auch das Grausen. Aber wer regiert denn eigentlich in Berlin? So etwas kenne ich aus Baden-Württemberg ehrlich gesagt nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, ich konnte schon aufzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden. Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben doch eindrucksvoll gezeigt, dass ein starker Staat auch wirksame Mittel braucht, um die Einhaltung des Rechts durchzusetzen. Staatsleugner oder Gegner des Rechtsstaats bekämpft man nicht mit Strafen, die nur auf dem Papier stehen. Und ebenso wenig ist es notwendig, die geforderte Ausweitung der notwendigen Verteidigung vorzunehmen. Das Beispiel, das Sie auch gebracht haben mit der Prozesskostenhilfe, das haben wir doch in der letzten Legislaturperiode ausgiebig beraten. Ich war selber Berichterstatter und wir haben festgestellt, dass unsere Möglichkeiten der notwendigen Verteidigung bzw. der Beiordnung eines Verteidigers viel weiter gehen als das, was die EU-Richtlinie verlangt hat. Und deshalb gibt es auch die Möglichkeit, jemand, der aus psychischen oder finanziellen oder auch aus Suchtmittelproblematiken heraus nicht sich selbst verteidigen, einen Verteidiger beizuordnen. Und man macht das als Richter auch, weil man dann ein geordnetes Verfahren sicherstellt. Vielen herzlichen Dank. Das Strafrecht eignet sich eben nicht zum Klassenkampf. Wir lehnen die Anträge daher ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Redner ist der Kollege Helge Limburg, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Müller, es geht an dieser Stelle nicht um Klassenkampf, sondern es geht um Gerechtigkeit, um nichts weniger als um Gerechtigkeit. Artikel 3 Grundgesetz sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und das meint natürlich, Sie haben es selber ja angesprochen, alle Menschen müssen vor Gericht gleich sein, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht, aber natürlich auch unabhängig von Einkommen oder Vermögen. Und da würde ich Ihnen widersprechen, Herr Müller, in der Praxis ist das eben leider nicht immer der Fall. Denn natürlich ist es so, dass Menschen mit hohem Einkommen sich auch in Fällen, wo keine notwendige Verteidigung vorliegt, Anwälte leisten können. Menschen ohne Einkommen können das eben nicht. Und natürlich ist es so, dass wenn Sie anwaltlich beraten sind, dann Fachanwalt an Ihrer Seite haben, die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass Sie mit einer Bewährungsstrafe oder einer Geldstrafe davon kommen, ungleich höher ist, als wenn Sie eben alleine sich als juristischer Laie in den Fängen der Strafprozessordnung verstricken können. Und
Wenn keine notwendige Verteidigung vorliegt, können Menschen also letztlich inhaftiert werden, ohne dass in diesem Verfahren jemals ein Verteidiger zur Seite stand. Und das, Herr Kollege Müller, ist in der Tat ungerecht. Dazu kommen, auch wenn Sie das hier bestreiten, die Fälle der Ersatzfreiheitsstrafen. In den wenigsten Fällen, in denen eine Geldstrafe droht, wird ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegen. Aber wenn die Geldstrafe dann nicht bezahlt werden kann, und es gibt eben Fälle, wo sie nicht bezahlt werden kann, die Kollegin Mertens hat gerade einen ausgeführt, und es gibt weitere Fälle auch aus der Rechtsprechung, dann kann es auch hier zu einer Inhaftierung kommen, ohne dass ein Verteidiger dem Betroffenen jemals beigestanden hat. Das darf so nicht bleiben. Der Regelfall, liebe Kollegin, muss doch sein, und den sieht im Übrigen auch die EU-Richtlinie vor, die Sie angesprochen haben. Der Regelfall muss doch sein, wem Haft droht, dem muss der Rechtsstaat eine ordentliche Verteidigung sichern, und wo kein Einkommen vorliegt, muss eben eine Pflichtverteidigung gesichert werden. Insofern begrüßen wir, zumindest vom Grundgedanken her, den Vorschlag der Linken an dieser Stelle. Wir haben uns als Fortschrittskoalition im Koalitionsvertrag eine Stärkung und Ausweitung der Verteidigung vorgenommen, und das ist, wie gesagt, dringend notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einen Satz zum Thema Fahren ohne Fahrschein. In der Tat, wenn Sie das mit anderen Deliktgruppen vergleichen, wo es und in den Grenzen, wo es zu Haftstrafen kommt, dann sehen Sie auch hier erhebliche Unwuchten. Denn Sie können beim Fahren ohne Fahrschein, auch wenn Herr Jung da eine höhere kriminelle Energie vermutet, wenn es sich wiederholt, vielleicht liegt auch einfach ein zu geringes Einkommen vor, um Fahrscheine zu kaufen, Herr Kollege Jung. Das dürfte in den viel häufigeren Fällen der Fall sein. Dann können Sie letztlich zu einer Haftstrafe verurteilt werden bei einer Gesamtschadenssumme von 30, 40 oder 50 Euro oder lassen Sie es wenige 100 Euro sein. Im Steuerstrafrecht hingegen liegt die grobe Grenze für die Verhängung von tatsächlichen Haftstrafen ohne Bewährung bei 1 Million Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass hier eine Unwucht, eine Ungerechtigkeit vorliegt, ist doch offenkundig, und auch das werden wir als Fortschrittskoalition angehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss. Wir sollten uns auch die übrigen Bereiche, wo es zu Haft kommt, anschauen, etwa die sogenannte Abschiebehaft oder auch der polizeiliche Unterbindungsgewahrsam. Auch in diesen Fällen kann es zu teilweise langer Haft kommen, ohne dass irgendwann im Verfahren ein Pflichtverteidiger beigeordnet wird. Auch das müssen wir angehen. Hier sind in Teilen auch die Länder gefordert. Der Grundsatz muss sein, in diesem Land darf niemand inhaftiert werden ohne anwaltlichen Beistand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Helling-Plahr, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Strafgesetzbuch wurde in den letzten Jahren viel geändert. Neue Strafvorschriften kamen hinzu, Straftatbestände wurden erweitert und Strafverschärfungen vorgenommen. Eine ausreichende Überprüfung bestehender Normen unter Beachtung gesellschaftlicher Veränderungen und Realitäten blieb allerdings aus. Schlägt man das StGB auf, stößt man daher auf Tatbestände, die sich nicht länger begründen lassen. So liegt dem Straftatbestand der Verletzung amtlicher Bekanntmachung noch die Vorstellung zugrunde, dass amtliche Bekanntmachung an Litfaßsäulen angeklebt oder an einem schwarzen Brett ausgehängt werden. Auch der Missbrauch von Scheckkarten steht noch unter Strafe. Dabei hat dieses Plastikkärtchen seit bereits über 20 Jahren ausgedient. Normen, die keine praktische Relevanz mehr haben, gehören aber nicht ins Strafrecht, das schärfste Schwert des Rechtsstaats. Diese und weitere historisch überholte Straftatbestände müssen daher gestrichen werden. Strafrecht, Kernstrafrecht zumal, hat sich auf schwerwiegendes Unrecht zu konzentrieren, das tatsächlich gesellschaftlich relevant ist. Meine Damen und Herren, konsequenterweise gehört nicht jedes Verhalten, das gesellschaftlich unerwünscht ist, in das Strafgesetzbuch. Die Frage ist daher berechtigt, ob alle derzeit strafbewährten Verhaltensweisen dermaßen sozialschädlich sind, dass es unseren gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen entspricht, diese im Zweifel auch mit einer Gefängnisstrafe zu sanktionieren. Der Straftatbestand des sogenannten Schwarzfahrens etwa gehört zu den Normen, bei denen eine Überprüfung notwendig ist, auch zur Entlastung unserer Justiz. Mit der undifferenzierten Streichung einzelner ausgewählter Bagatelldelikte jedoch machen Sie es sich zu leicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Kurz vor der Berlin-Wahl verstehe ich Ihren Aktionismus ja sogar. Seriöserweise braucht es aber stattdessen eine grundlegende fakten- und evidenzbasierte Reform, die das aufeinander abgestimmte Sanktionssystem nicht aus den Fugen bringt und keine neuen Wertungswidersprüche schafft.
Der Bundesjustizminister hat da ja längst eine systematische Überprüfung des Strafrechts auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche eingeleitet, ganz so, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. Meine Damen und Herren, jeder muss sich in unserem Rechtsstaat an Recht und Gesetz halten. Eine Art Freifahrtschein darf es nicht geben. Mit Blick auf die Geschehnisse am Silvesterabend und die unverantwortlichen Aktionen der sogenannten letzten Generation setzen Sie mit Ihrem Vorschlag zur vollständigen Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ein Signal, das in die völlig falsche Richtung geht. Eines, das genauso unangebracht ist wie der ständige Ruf der Union nach Strafverschärfung. Die braucht man nämlich nicht, wenn man geltendes Recht konsequent durchsetzt und Strafrahmen ausschöpft. Meine Damen und Herren, Untersuchungen belegen die Wirksamkeit der Ersatzfreiheitsstrafe als Druckmittel. Zunächst Zahlungsunwillige zahlen am Ende dann häufig doch noch ihre Geldstrafe, um eine Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. Auch Ratenzahlungen sind möglich. Der Bundesjustizminister hat mit der Halbierung der Ersatzfreiheitsstrafe eine ausgewogene Lösung vorgelegt, die die repressive und präventive Wirksamkeit der Geldstrafe sichert und dabei zugleich die Folgen einer Freiheitsstrafe auf das Berufs- und Privatleben der Betroffenen im Blick hat. Daher gilt, modernisieren wir dieses Jahr unser Strafrecht, aber tun wir das sortiert im Rahmen eines schlüssigen Gesamtkonzepts. Verabschieden wir uns von dem Trugschluss, viel hilft viel, und setzen wir auf Evidenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort erhält nunmehr die Kollegin Susanne Hill, CDU. Doch. Ja, es tut mir leid, also Frau Kollegin, aber ein bisschen Aufmerksamkeit tut allen gut. Also das geht bei uns bedauerlicherweise, weil der Grundsatz, bei mir ist das auch mittlerweile so korrigiert worden, dass auf eine regierungstragende Fraktion eine Oppositionsfraktion kommt. Deshalb, Frau Kollegin Künast, ich muss mich jetzt nicht jedes Mal umdrehen, wenn ich das aufrufe, was ich mache. Deshalb, ich rufe jetzt, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, die Kollegin Susanne Hirl auf, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über das Unternehmensstrafrecht, das in einem der Anträge gefordert wurde, haben wir heute ein wenig oder noch wenig gehört. Es ist vielleicht ein wenig untergegangen, liegt wohl daran, dass Sie in Ihrem Antrag nur eine stichpunktartige Zusammenfassung eines Antrags aus der letzten Legislatur vorgelegt haben. Und ja, Sie hätten sich vielleicht wenigstens die Mühe machen können, ihn neu aufzuarbeiten. Im Jahr 2011 wurde ein weltweit führender Anbieter von industriellen Dienstleistungen wegen Schmiergeldzahlungen an ausländische Amtsträger zu einer Geldbuße von 140 Millionen Euro verurteilt. Im Jahr 2009 wurde ein führender Nutzfahrzeugehersteller wegen Bestechung zu einer Geldbuße von 150 Millionen Euro verurteilt. Im Jahr 2007 wurde ein führender Elektrokonzern wegen Schmiergeldzahlungen zu einer Geldbuße von 201 Millionen Euro verurteilt. Diese Fälle zeigen, dass vor allem mit § 30 OWIG bereits Regelungen im deutschen Recht zur Bestrafung von Unternehmen bestehen. Vorgesehen sind Geldbußen bis zu 10 Millionen Euro, und zusätzlich dazu kann noch eine Gewinnabschöpfung erfolgen. Auch zeigen diese Fälle, dass trotz Opportunitätsprinzip Verurteilungen erfolgen. Sofern ein Unternehmen in einem rechtskräftigen Bußgeldbescheid über 200 Euro bekommt, wird dieser ins Gewerberegister eingetragen. Das bedeutet für die Unternehmen, dass sie nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen dürfen, sofern das Bußgeld auf Straftaten wie Geldwäsche, Betrug oder Bestechung oder Ähnlichem beruht. Im Wirtschaftsverwaltungsrecht ist der Widerruf von erteilten Genehmigungen und die Untersagung von Tätigkeiten möglich. Also diese Dinge sind auch heute alle schon möglich. Betriebsschließungen können vorgenommen werden nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, und sogar die Auflösung von Gesellschaften ist heute schon denkbar. Die Gesetze bestehen also, wir müssen sie nur anwenden. Und beim Hinweis darauf, dass andere Länder auch in Europa ein Unternehmensstrafrecht haben, verkennen Sie die Tatsache, dass die Rechtssysteme in den Ländern andere sind. Damit ist es auch schwierig, direkte Vergleiche zu ziehen. Oftmals gibt es in den Ländern keine Ordnungswidrigkeiten, und damit ist dort mangels Alternative die Regelung im Strafrecht notwendig.
Aber worum geht es eigentlich im Kern dieser Thematik? Es geht doch nicht darum, härtere Strafen gegen die Unternehmen auszusprechen, sondern es geht doch eigentlich darum, Straftaten wie Steuerhinterziehung, wie Bestechung, wie Korruption zu verhindern, also dass die Unternehmen compliant sind. Solche Fälle verhindern wir aber nicht, indem wir Vorschriften wie den 30-OWIG ins Strafgesetzbuch überführen, sondern indem wir die Unternehmen unterstützen, bessere Compliance zu machen und hier Anreize setzen. In diese Richtung sollten wir denken, statt das Strafrecht weiter zu belasten. Lassen Sie mich noch einen Punkt ausführen, und zwar den Gesetzentwurf zum Containern. Auch in diesem Fall wärmen Sie einen alten Antrag aus der letzten Legislatur wieder auf, ohne wirklich auf die Erkenntnisse der damaligen Anhörung einzugehen. In den damaligen Beratungen stimmten alle Fraktionen überein, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung sehr ernst zu nehmen sei und diese zu reduzieren ist. Man war sich aber auch einig, dass die Lösung nicht übers Strafrecht gehen kann, sondern über andere Dinge erfolgen muss, weil die Problemstellung einfach zu vielschichtig ist. Lassen Sie mich halt ausreden. Es geht eben nicht nur darum, den 248a zu ändern und den Diebstahl von weggeworfenen Lebensmitteln nicht zu verfolgen. Wir müssen außerhalb des Strafrechts schauen. Wäre es nicht besser, die Unternehmen über andere Wege zur Spende von Lebensmitteln zu bringen? Wenn wir beispielsweise Frankreich uns anschauen, da ist es so, dass die Unternehmen verpflichtet sind, genießbare Lebensmittel abzugeben, und sie bekommen noch steuerliche Anreize, das auch wirklich zu tun. Und ich glaube, das sind Voraussetzungen, die man sich mal anschauen könnte und wo es sich lohnt, hinzusehen. Noch viel mehr als im Einzelhandel werden in den Privathaushalten die Lebensmittel weggeschmissen. Es sind 59% dieser Menge, dieser 11 Tonnen im Jahr. Das ist doch der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Es geht nicht darum, das Container straffrei zu machen, sondern die Lebensmittelverschwendung generell anzugehen. Und in diesem Zusammenhang sehe ich nicht die Rechtspolitik am Zug, sondern sehe den Bundeslandwirtschaftsminister in der Pflicht. Und wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, wir wollen das Containern straffrei machen, dann ist das eigentlich nur Augenwischerei. Weil wenn der Hausfriedensbruch dazukommt, wenn die Sachbeschädigung dazukommt, dann wird das weiterhin strafbar sein. Das bringt uns also nicht weiter. Und auch, ja, es wurde vorhin gesagt, Sie haben es negiert, es kommt auch heute schon bei diesen Fällen kaum zu Verurteilungen. Aber worum sollten wir uns denn eigentlich kümmern? Wir sollten uns um Aufklärung und Bildung in den Schulen kümmern. Wir sollten ansetzen bei unseren Kindern und Jugendlichen. Sie müssen lernen, Lebensmittel wertzuschätzen, denn das meiste wird in den Privathaushalten weggeworfen. Wir müssen bei den Kindern und den Jugendlichen ansetzen und über diese schließlich den Weg zu den Eltern finden. Eine Regelung im Strafrecht greift zu kurz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Frau Kollegin Bode, mittlerweile weiß ich, warum wir noch hier Zettel haben, was die Rednerliste angeht, die übrigens wie bei mir allen Geschäftsführern, allen parlamentarischen Geschäftsführern vorliegen. Also verlassen Sie sich nicht auf die digitale Anzeige, hören Sie auf meine Worte und auf Ihre parlamentarischen Geschäftsführer. Deshalb erteile ich Ihnen jetzt das Wort, liebe Kollegin Luisa Lucina Bode für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Kollege. So, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte ZuschauerInnen, der Gesetzentwurf der Linken, das Containern straffrei zu stellen, dafür das Strafgesetzbuch zu ändern, ist aus meiner Sicht wenig zielführend noch geeignet, um dieses Problem effizient zu lösen. Zur Erklärung: Containern bedeutet ja, dass Menschen Lebensmittel, die noch essbar sind, aus wirtschaftlicher Not aus Containern oder Mülltonnen herausnehmen, die dort zumeist von Lebensmitteleinzelhandel entsorgt wurden, weil sie eben nicht mehr verkäuflich sind. Juristisch betrachtet stellt dies Containern oftmals einen Diebstahl dar, nämlich die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, unter Umständen auch einen schweren Diebstahl, einen Hausfriedensbruch und eine Sachbeschädigung.
Die Motivation für diesen Gesetzentwurf, die ist für mich durchaus nachvollziehbar. Grundsätzlich wollen wir nämlich auch nicht, dass Menschen, die in Not sind und ihre Lebensmittel aus Mülleimern heraussuchen müssen, da bestraft werden, weil sie eben auch keine andere Wahl haben. Anstatt aber, dass dieses sozialpolitische Problem im Strafgesetzbuch noch zu zementieren, ist es doch unsere Pflicht als PolitikerInnen, für diese Menschen eine Lösung zu finden, anstatt durch die Zeilen zu sagen, macht weiter so, aber am Ende werden wir euch nicht bestrafen. Man muss hier auch wissen, dass die Lebensmittelverschwendung eben nicht durch den Einzelhandel in der Art produziert wird, wie man annehmen könnte. Derzeit liegen die Lebensmittel, die der Einzelhandel in die Container wirft, bei 7%. Das war vor einigen Jahren noch eine ganz andere Dimension, und als das Problem damals in der öffentlichen Debatte aufkam. Und die Lebensmittelverschwendung findet aber zu 60%, wurde ja auch schon gesagt, in privaten Haushalten statt. Der Lebensmitteleinzelhandel gibt heute schon einen großen Teil der Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, an Tafeln oder andere gemeinnützige Organisationen ab. Das heißt, gerade in den letzten Jahren hat es hier schon eine große Verbesserung im Hinblick auf den Lebensmitteleinzelhandel gegeben, was die Lebensmittelverschwendung angeht. Vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht nicht zielführend, das Containern zu entkriminalisieren und dafür das Strafgesetzbuch zu ändern. Richtig wäre doch, dass wir das Containern entbehrlich machen, indem wir Menschen dazu befähigen, dass sie sich Lebensmittel leisten können. In dem Zusammenhang werbe ich auch heute noch mal, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch vielleicht an das Kabinett gerichtet, noch mal da, dass wir da für diesen Punkt, dass wir Obst und Gemüse, die Mehrwertsteuer, auf 0% heruntersetzen, damit Mitbürgerinnen sich gerade auch in Zeiten der Lebensmittelsteigerungen Lebensmittel auch wieder leisten können. Mit diesem Gesetzentwurf packen wir das Problem meines Erachtens eben nicht an der Wurzel. Wir sollten uns da das Beispiel an Frankreich nehmen. Die haben dieses Anti-Wegwerfgesetz, und dass Lebensmittel nicht in Containern landen, sondern an soziale Einrichtungen abgegeben werden. Ich kann daneben auch der Begründung zu diesem Gesetzentwurf auch keine Datenlage entnehmen, aus der sich dann noch mal, auch die feststellen lässt, die Begründetheit dafür, dass wir extra noch mal eine entsprechende Regelung treffen. Wenn der Gesetzgeber nämlich gesetzliche Spezialregelungen formuliert, dann macht er das doch üblicherweise, wenn es sich um schwere Straftaten handelt. Das ist beim Containern gesellschaftlich als Bagatelle betrachtet ja gerade eben nicht der Fall. Auch der Punkt, dass Gerichte entlastet werden, kann ich eben nicht feststellen, da statistisch auch gar keine Zahlen vorliegen. Das kann aber auch dahinstehen, da die Staatsanwaltschaften bereits jetzt ja genügend Möglichkeiten haben, das Containern eben nicht zu verfolgen, sondern das Verfahren einzustellen, als milderen Fall zu beurteilen, je nachdem, in welcher Sachverhalt da auch vorliegt. Der Vorschlag von unserem Bundesminister, von Ihnen, Herr Buschmann, und auch von Cem Özdemir, mir die Richtlinien für das Strafverfahren entsprechend, wie das Hamburg jetzt auch vorgeschlagen hat, anzupassen, das halte ich für zielführend und für einen guten Weg, um in diesen Fällen, die wir ja zahlenmäßig gar nicht beziffern können, das Verfahren quasi im Vorfeld schon zu erledigen. In allen anderen Fällen, es versteht sich von selbst, wo ein Hausfriedensbruch, eine Sachbeschädigung oder auch ein schwerer Diebstahl vorliegt, da muss der Rechtsstaat handlungsfähig bleiben, und das Unrecht muss da auch abgebildet werden können. Ansonsten hätte das rechtspolitisch auch für andere Bereiche Folgen. Deshalb, liebe Linke, die Entkriminalisierung des Containers ist juristisch komplex und wurde ja 2020 hier im Parlament bereits erörtert. Die Fragen der Haftung, auch gerade für Gesundheitsschäden, sind völlig ungeklärt. Der Gesetzentwurf, der löst für mich nicht das Problem, sondern setzt eben rechtspolitisch das falsche Signal. Und sozialpolitisch wäre das für mich eine Kapitulation vor dem Problem. Das ist auch nicht das, was ich unter Respekt verstehe und wie wir mit den Menschen, die in Not sind, in diesem Land umgehen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bode. Letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Freundlichen Hinweis darauf, dass die Redezeit 3 Minuten beträgt, Frau Kollegin Künast. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich finde, es ist eine gute Debatte. Danke an Ihre Fraktion, dass es diese Vorlage gibt. Weil ich finde ja den Versuch, die Richtlinie in Strafsachen zu verändern, schon mal einen guten Zwischenschritt. Mal sehen, ob er durchkommt. Und trotzdem müssen wir das Thema grundsätzlich angehen und auch breit denken. Das Strafrecht ist Ultima Ratio, das letzte Mittel.
Und wenn wir nicht nur das, sondern wenn wir drauf gucken, müssen wir auch immer überlegen, ist es eigentlich in sich logisch? Also es gibt ja viele Unlogiken. Hunderte von Tieren können Qualstot sterben, ersticken, verbrennen und trotzdem kommst du bei den Tierhaltern eigentlich nie dazu, eine Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, gerade noch allenfalls. Darüber kommst du nie, obwohl es wiederholt um Hunderte geht. Muss man ändern. Wir haben in diesem Land 74.000 Tote an Alkohol und Tabak, ist aber beides nicht strafbar. Drogen haben wir 1.826 Tote pro Jahr, ist aber strafbar. So muss man auch was ändern, zumindest für Cannabis. Die Dinge müssen irgendwie in sich logisch sein. Und neben der Ultima Ratio des Strafgesetzbuches kommt noch der Punkt, dass das Strafgesetzbuch doch in seinen Aussagen logisch sein muss zur sonstigen Politik, die wir betreiben. Es löst nicht alle Probleme. Nee, es kommt ja sowieso zu spät. Strafrecht löst nie Probleme, will ich mal in die CDU sagen. Lernt man schon im ersten Semester. Ist nur eine rote Linie ganz hinten. Das Strafgesetzbuch muss aber Ausdruck von Werten sein, die wir in dieser Gesellschaft haben und darf nicht im Widerspruch stehen. Deshalb meine ich, wir müssen ran ans Strafgesetzbuch an dieser Stelle beim Containern, weil es das Containern selbst betrifft. Ich rede nicht über die Sachbeschädigung, den Hausfriedensbruch. Warum? Steht doch im Widerspruch dazu, dass wir alle darunter leiden, dass wir so viel Lebensmittelverschwendung haben, dass es zu Müll wird. Jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in Deutschland statt auf dem Teller in der Tonne landen. 318 Kilogramm genießbare Nahrungsmittel landen jede Sekunde im Müll. 2,6 Millionen Hektar deutscher Acker wird faktisch umsonst bewirtschaftet. Das heißt, umgesetzt 22 Millionen Tonnen Treibhausgase umsonst ausgestoßen. Und wenn wir das alles haben und das ändern wollen, meine Damen und Herren, das ist übrigens Ressourcenverschwendung, macht 6% an den Gesamtemissionen, umgerechnet 143 Milliarden Euro. So, das alles wollen wir ändern, das wollen wir beenden, da wollen wir gegenarbeiten. Wenn wir das wollen und sagen, wir können ja nicht so blöd und so ineffizient mit Ressourcen umgehen, können wir nicht zeitgleich sagen, wenn einer sich aus einer Mülltonne Lebensmittel holt, die verzehrsfähig sind, muss man das bestrafen. Es passt nicht. Es passt nicht. Es passt nicht, weil es ja noch weitergeht. 153,5 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in der EU jedes Jahr verschwendet. 140 Millionen importieren wir. Also wir belagern sozusagen noch andernorts die Äcker und nutzen den, meine Damen und Herren. Dagegen müssen wir vorgehen. Und ein erster Schritt und ein Schritt ist, dass das Containern selbst straffrei ist, meine Damen und Herren. Und da Sie ja die Botschaft wollten, Kollegin, da Sie ja die Botschaft aus dem Agrarbereich sind, an dem ich auch tätig bin, ich kann Ihnen nur eines sagen, wir werden das Gesamtkonzept nur lösen und hinkriegen, wenn wir auch dafür sorgen, dass im Strafgesetzbuch Kollegin, Botschaften bitte. Gesetzt werden. Danke. Frau Kollegin Künast, bei Ihnen muss ich über Ersatzfreiheitsstrafe noch mal nachdenken, wenn Sie regelmäßig überziehen. Damit ist die Aussprache beendet. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 2081, 4421, 4420, 4416 und 4419 an die in der Tagesordnung aufführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so.